So, weiter geht's, meine Freunde der Sonne. Wir müssen eaten. So, hier war ja der, das war ja der Alligator, der böse Alligator. Der, glaube ich, Stufe 18 ist. Gegen den haben wir es mal versucht in der letzten Folge, aber gegen den haben wir es nicht geschafft. Ich würde jetzt gerne dahin megen. Haben wir denn hier noch? Ja gut, das ist die Jagd, die wir auch hier haben. Ne, warte mal. Ja, das ist die, ist das nicht die allgemeine Jagd? Ja, das ist, glaube ich, die allgemeine Jagd. Und wir werden jetzt erst einmal unsere Mission machen. Vielleicht finden wir hier noch was Interessantes. Nö. Hier gibt's nichts mehr, Mutti. Okay, aber... Hier können wir noch was schnecken. Piss dich. So. Ja gut, wir müssen natürlich auch weiter, Albino. Nee, kein Bock jetzt. Kein Bock, wir haben zu tun. Wir müssen töten. So, hier kommen wir durch, glaube ich. Ja, hier müssen wir durchkommen. Machen wir hier durch. So, dann kommen wir hier auch im Bereich rein, wo wir noch nicht waren. Sehr schön. Level 9. Hallo. B. Komm her. Immer wieder aufregend, diese majestätischen Tiere bei ihrem natürlichen Verhalten zu beobachten. Du ekliger. So. Okay. Gut, das sind so kleine Fischis, die brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Gehen wir erstmal hier rein. Okay, das ist wieder ein Labyrinth. Na gut, dann machen wir erstmal den Weg hier. Obwohl, hier geht schon wieder raus. Hier geht schon wieder nichts. Ja, hier sollten wir nicht unbedingt gegen Alligator kämpfen. Da ist es ein bisschen zu eng. Also wenn, dann sollten wir hier gegen Alligator kämpfen. Aber wie klein, ne? Wenn ich jetzt mal überlege, wie groß wir jetzt schon sind und... Ich habe mich nur so ein paar... Echt nervig, ne? Dass mich jetzt der Kleine auch ganz schön hier nerven muss. Ich glaube, die Alligatoren... sind jetzt nicht mal so gut. Aua, wollte gerade eigentlich mal so gefährlich wie damals, aber gut. So, da haben wir den Alligator auch. Gibt der keine Nährstoffe? Krass. Okay. Vielleicht ist er zu klein. Vielleicht ist er uns einfach schon zu klein geworden. Gucken wir mal hier. Hier können wir einmal runter. Ich finde mich jetzt schon niemand zurecht. Muss ich ja mal ganz ehrlich sagen. Was bringt mir das hier unten? Habe ich denn jetzt hier unten? Gut, die Mission. Ja, okay. Die Snipekeeper, das heißt, knacken den Zackenbarsch in kleine Stückchen. Boah, Aligali, du bist gleich auf den Sack. Wisst ihr das? Ich habe keine Angst mehr vor dir, Mann. Ich bin jetzt groß und stark. Ich bin schon groß. Ich bin schon groß. Und hier kommt... Irgendwie geht es weiter. Weiter. So, noch drei. Machen wir die Mission auch schon mal. Okay.
wunderbar, wunderbar übergeschwappt. So, wir haben uns wieder um das Ökosystem gekümmert, um das natürliche Ökosystem. Meine Herren, sind wir gute Tiere. Wie wichtig doch Haie ist. Das ist genauso wie Bienen und Wespen trotzdem, ne? Also Tiere, die ich nicht mag. Ist einfach so. Ist Fakt. Hier geht's, glaube ich, wieder zurück, ne? Ich glaube, hier geht's wieder zurück. Warte mal. Wir müssen... Jetzt muss ich mal kurz überlegen. Wir müssen hier längs, glaube ich. Und hier müsste das Gitter doch sein, ne? Also müssen tun wir hier gar nichts, aber wir machen's. Okay, und da haben wir auch einen Landmarker. Ich versichere Parkplatz der Antolini-Verbrecherfamilie, dass dieses Material keineswegs im finalen Schnitt unserer Sendung verwendet wird. Warum seid ihr Jäger hier? Ich will mal gucken, was passiert. Mann! Ganz ehrlich, seid ihr jetzt selber dran schuld, ihr macht mich kaputt. Hat keiner gesagt, dass ihr mich hier angreifen müsst, ja? Ich wollte ganz normal hier rumschulen. Ich wollte nichts machen. Gar nichts. Ich wollte noch nicht mal Menschen töten. Ich wollte einfach jetzt mal gucken, was passiert, wenn man die Leichen, ob die irgendwas geben, wenn man alle kaputt macht. Und wo waren sie? Hier. Okay. Bringt uns nichts. Schade, ich dachte, wir kriegen hier Nährstoffe. Da will ich hin, Mensch. Na, bestimmt. Einmal hier durch. Aha. Da haben wir auch die Nährstoffe eingeschmuggelt. Beim Herumreisen werden wir ständig erinnert, wie die Einmischung des Menschen das fragile Gleichgewicht der Meereswelt durcheinander bringt. Nicht nur der Meereswelt. Nicht nur der Meereswelt, ne? Sollen wir das mal hier versuchen, ne? Die nächste Stufe. Aber das Problem ist, was ich hier gerade sehe. Also Freiraum haben wir jetzt hier nicht so wirklich, ne? Also sprich... Machen wir das? Ja. Gut, wir können hier längs ausweichen. Ach komm, wir versuchen es mal. Menschies! Menschies! Ich komme... Ich frage mich, was die hier machen. Ich hoffe, den kenne ich nicht von Adam. Wenn er ich hoffe, die machen jetzt den Urlaub oder so. Doch nur die und ihn an, oder? Ja, ich bin böser Hai. Hitze und Sauerstoffmangel können für einen Hai eine Belastung sein. Den geht's doch hier noch ganz gut. Der schläft nur. Hi. Forschungen haben gezeigt, dass Haie ihren vorübergehenden Aufenthaltsort vorzugsweise an beliebte Speiseplätze legen. Nehmen wir den auch noch mit hier. Wir schaffen hier drüben definitiv keine Bedrohung, sehe ich gerade, weil hier gibt es keine Menschen mehr. Ja gut. Haben wir die trotzdem... Ach, guck mal, was die alles reinschmeißen. Meine Herren, was ist denn das alles? Ja, ja. Ist schon traurig, wenn man mal so überlegt, ne? Das Spiel zeigt schon, natürlich in... Obwohl noch nicht mal in krasser Form. Ich muss noch nicht mal sagen, in krasser Form. In Indien gibt es ja diesen einen Fluss, der ja für Indien eine ganz große Bedeutung hat, ne? Wo ja auch die ganzen Mönche und sowas, sich segnen und sowas. Ich weiß gar nicht mal, wie der Fluss heißt, aber das ist ja, da schwimmt ja alles. Also man sieht ja kaum noch das Wasser. So dreckig ist der Fluss. Und wenn man mal überlegt, ne, und das ist halt einfach das Traurige, wir Menschen, ja, das ist
immer noch unsere Heimat. Das wird auch jetzt noch für ein paar Jahre unsere Heimat bleiben. Klar, die Leute, die jetzt alles hier dreckig machen, die wird es nicht für immer geben. Gerade die Industrien, die großen Bosse, die so denken, ach komm, ich scheiß auf Klimawandel, schmeiß alles überall hin. Das wird es nicht immer geben, aber die Nachfolger werden es vielleicht auch nicht besser machen. Die Nachfolger werden es vielleicht auch nicht besser machen und die werden auch auf den Klimawandel scheißen. Und da kriegt man schon ein bisschen Angst, wenn man so überlegt, vielleicht jetzt nicht unbedingt wir, unsere Generation, aber die nächste Generation dann, in was für einer Welt die dann vielleicht aufwachsen müssen, ne? In, ich sage jetzt mal so, in 50, 60 Jahren, ja, dann, Wald ist dann noch, das ist dann eine Seltenheit, ne? Amazonas, mit, man sieht es ja auch, auch in Australien, die ganzen Waldbrände, ne? Wenn wir Menschen den Wald nicht zerstören, dann ist es halt auch ein bisschen die Natur, ne? Obwohl ich sagen muss, dass viele Waldbrände auch durch die Menschen entstehen, Kippe irgendwo hingeschmissen, ne? Muss man dazu sagen. Oder einfach nur, weil man Bock hatte. Klingt heftig, aber ja. Heimwerkertraum mit atemberaubendem Panoramablick auf den See. Offener Wohnbereich in traditionellem Stil. Fragen Sie nach Deborah. Okay, hier möchte ich definitiv dativ nicht hinziehen. So. Der Appetit dieses Teils ist fast unersättlich. Wenn ich mal überlege, dass die Menschen hier drin schwimmen, ey, ist das eklig. Richtig Lust auf Landstreicher. Obwohl die Jagd auf Bullenhaie 1997 als illegal erklärt wurde, umgehen viele Haifischjäger das Verbot, indem sie ihm keine Beachtung schenken. So, noch einen Landstreicher müssen wir hier snacken. Komm, das kriegen wir auch noch hin und danach können wir uns um die Jäger kümmern. Sagt, was ihr wollt. Diese Landstreicher sind gute Arbeiter. Zu meinem missratenen Sohn Kyle. Deshalb bezahle ich sie dafür, dass sie nach dem Hai ausschauen. Die Landstreicher waren gute Arbeiter. Haben wir schon einen Boss jetzt? Scheint so, ne? Der mit der Flagge da? Abschießen können. Ich mache auch ganz natürliche Heilbewegungen. Das sieht man überall. Nervig, die muss man ja noch ein bisschen gucken, wie den Mensch. Als Angler. Fische rumfischen. Wir müssen nebenbei echt mal gucken, dass wir immer mal wieder hier an den Fischen unser Leben aufladen.
Mann! Was haben die für Waffen? Hör auf damit! Au! Irgendwas Heftiges hat mich jetzt getroffen. Bestimmt eine Harpune oder so. Boah, das ist anstrengend, ne? Muss man ja schon mal sagen. Ne? Das ist ein Alligators. Natürlich jetzt. Und hier, was machen die? Okay, ich brauche Fische. Ein paar Fischis brauche ich hiervon, sonst wird das nicht klappen. Ja, man merkt, die Jäger machen mehr Aua. Ah, Aua. Das Problem ist, sobald ich fresse, kann ich nie wirklich entkommen. Das ist scheiße. Werden ja auch weniger Jäger, ne? Sobald wir einen Jäger killen, kommen halt die nächsten Nachzügler. Okay. Ich glaube auch die Stelle hier zum Fighten ist echt doof. Ich hätte mir eine andere Stelle suchen sollen, wo übelst viele Fische sind, aber ja gut, das ist halt so. Aha! Muni! Okay, das ging schnell. Das war aber gar nicht mal so schlecht. Aua, Mutti, es tut doch weh, hör auf! Okay, so. Ich glaube, das Boot mit der amerikanischen Flagge, ich glaube, die Jäger da drauf sind ein bisschen härter. Habe ich das auch gesehen? Um die sollte man sich, glaube ich, ne? Das ist aber hier so ein Fleisch dran an den Jäger. Ja, die anderen Jäger gehen eigentlich. Das sind wirklich. Etwas nähert sich. Kommt schon wieder zum nächsten. Von schrillen Alarmen elektronischer Fußfesseln erfüllt, als die Heimischjäger losziehen, um unser Bullenheim weiter. Wir müssen wieder uns um das große Boot kümmern. Das ist, glaube ich, das Beste. So, erst um das große Boot und dann um die kleinen Boote. Der gerade Dynamit geworfen? Was ist los mit dir? Worauf? Wirft der hier Dynamit? Ich glaube, ich hack halt ein bisschen, ne? Dynamitfische ist verboten, du Vogel! Ich weiß gar nicht, in Amerika gibt es da irgendwie einen Staat, wo
Dynamitfischen erlaubt ist? Ich glaube nicht, ne? In Amerika ist es bestimmt auch überall verboten, oder? Ich kann mir nicht vorstellen, dass man so das Staat sagt, ja, Dynamitfischen ist okay. Also mit Angeln gehe ich ja noch mit, ne? Und mit Netzen, wenn man dann, keine Ahnung, eine bestimmte Fischart, zum Beispiel Krabben oder sowas, aber dann die anderen Fische, wenn dann ein Delfin zum Beispiel oder eine Krabbe oder irgendein Tier, was eigentlich nicht rein soll, wenn man das dann freilässt, dann würde ich ja so noch damit mitgehen. Und wenn man das limitiert natürlich macht und die ganze Population innerhalb von einem halben Jahr kaputt macht, nur dass sie sich wirklich noch natürlich wieder erholen können, finde ich das ja noch alles im Rahmen. Aber wenn man natürlich irgendwie anfängt, wirklich dann Praktiken anzuwenden, ne? Dynamitfischen oder weiß ich nicht, also ich habe zum Beispiel mal gesehen, was ich auch sehr heftig fand, ich weiß gar nicht mehr in welchem Land das war, in der Doku, da haben die zum Beispiel einen Bereich abgesperrt im Meer. Oder was heißt in Küstennähe einen Bereich abgesperrt, so dass die Fische zwar reinkamen, aber dann auch nicht mal rauskamen. Und in dem Bereich haben die irgendwie auch eine bestimmte Fischart reingelassen. Fand ich auch sehr interessant. Und die Fischart hat die anderen Fischer getötet, aber nicht aufgefressen. Ich finde, das ist dann irgendwie so. Das sind so Praktiken, genauso wie Dynamitfischen, wesentlich. Also. Ich finde, viele Sachen sind dann schon ein bisschen übertrieben. Was ich auch eklig finde, Fischfarmen, wo die Fische gezüchtet werden wie sonst was und die Fische einfach auch sich gar nicht mehr bewegen können. Also dann wirklich nur ihr Leben lang ein bisschen halt Pferde zubereitet werden, sag ich jetzt mal, dass die Fische sich nur bewegen können, so voll ist dann zum Beispiel gekommen. Das finde ich dann auch immer so, boah, stellt euch doch mal vor, das würde einer mit euch machen. Ihr müsstet 2-3 Jahre in der Ecke stehen, wo logischerweise dann reinkommen, ne? Trainieren müsst und das andere. Aber ihr könnt euch auch so gar nicht bewegen, vielleicht mal um Kreis drehen. Das war's aber dann. Ne? Nur um Kreis drehen und das war's dann. Finde ich schon ein bisschen. Aber klar, das sagt jetzt einer, der gerne Fleisch isst, ne? Und eigentlich ganz genau weiß, wie die Zustände auch sag ich mal, in Bauernhöfen und sowas sind. Und nur weil ich Fleisch esse, bedeutet das nicht, dass ich das gut heiße, wie bestimmte Produkte produziert werden. Also. Und da gebe ich auch gleich gerne mal von mir aus 10 Euro mehr aus. Aber selbst dann weiß man heutzutage auch nicht mehr, ob das wirklich alles Bio ist. Ne? Die Bio-Etikette. Ja, auch nicht mehr das, was sie damals war. Ne? Finde ich auch immer so geil. Gerade die Vegetarier. Die sagen ja immer so, gerade die Leute, die Fleisch essen, die essen Fleisch, beschweren sich aber in andererlei, in anderen Bereichen extrem und so. Ja, ich beschwere mich, wie der Fischfang ist. Ich beschwere mich aber auch, wie das Fleisch, wie Schweinefleisch, wie Rindfleisch, wie das Fleisch ist. Nur ist dann auch immer wieder die große Frage.
Frage muss man leider stellen. Wie kann man es besser machen? Candyman Curtis. Wie kann man es besser machen? Problem ist einfach der Platz. Ich habe momentan einfach nicht mehr. Sondern weltweit werden es immer mehr Menschen. Fand ich ja heftig in China. Oh, das fand ich so heftig im Hochhaus. Und das ist kein Witz, im Hochhaus. Ich glaube, im 13. Stock ist er in China nicht. Im 14. Stock oben war ein Bauernhof. Im 14. Stock oben war ein Bauernhof. Wo ich mir so gedacht habe, das war bei Galileo die krassesten Orte oder so. Baut irgendwas. Ich habe auch so gedacht, alter Falter, einfach mal so ein Bürogebäude, wo ein Bereich bauen muss. Das ist schon pervers, wenn man sowas dann sieht. Auf einer Seite irgendwie, ja. Die Situation spitzt sich in diesem zermürbenden Kampf. Gut, zwischen dann machen wir erstmal weg. Auf einer Seite, ja, wenn sie mit den Tieren, auch nicht umgegangen, die hatten ja auch da Pfleger, die hatten da auch wirklich Leute, die sich wirklich enorm um die Tiere gekümmert haben, aber trotzdem ist es nie wirklich freie Natur, ne? Das ist, wenn man alles versucht, das so aussehen zu lassen, es ist halt einfach nicht. Natur, ne? Gut, auch es leckt. Aber Maneater leckt voll oft auf der Xbox. Weiß nicht wieso, aber Maneater hat manchmal FPS-Drops. Es ist eine weitere erfolglose Haifischjagd für die Menschen in Port Clovis. Richtig so. So, dann werden wir uns mal zum Unterschlupf. Irgendwie schwimme ich gerade nicht so wirklich richtig, ne? Merkt das gerade. Würde ich das schaffen, wenn ich jetzt einmal. Ich mal. Nee. Mutti, wieder rein. Okay. Ich glaube nicht, dass ich das schaffen würde. Wäre mal sehr witzig, ein lustiges Experiment. Vielleicht kriegen wir mal ein Organ, wo wir mal ein bisschen länger oben sein können. Aber jetzt lassen wir es mal lieber. Muss ja nicht sein, dass ich jetzt hier sterbe. Einfach so random. Ja, wie schon gesagt, gerade auch die ganzen Vegetarier, denkt nicht immer, dass die ganzen Fleischfresser... Fleischfresser hört sich immer so heftig an. Ja. Dass die ganzen Fleischfresser sich nicht darüber Gedanken machen, wie man es ändern kann. Und ja, man könnte jetzt aufhören, Fleisch zu essen, aber warum? Mir schmeckt es halt. Ich bin ehrlich, mir schmeckt es halt. Der Eingang. Mir schmeckt es halt und warum soll ich darauf verzichten? Ja, so wie das Fleisch produziert wird. Da bin ich definitiv auch nicht dafür. Der Hai ist jetzt erwachsen und sollte wahrscheinlich weniger ausgeben, mehr sparen und sich langsam zu Anlagefonds belesen. Okay, da haben wir uns ganz schön jetzt verbessert. Das ist schön. Wir haben... Ich glaube, das war wieder ein neues Organ, ne? Ja, das finde ich am besten. Das würde ich auch gerne lassen wollen. Und das eigentlich auch. Die Geschwindigkeit. Nee, die. Aber ich sehe gerade, wir können die Sachen ja auch verbessern. Gucke mal, wir können unsere Organe verbessern. Machen wir das gleich mal. Könnten wir sogar nochmal verbessern. Aha. Warte mal, dann verbessern. Oh, der Kiefer, ne? Ja, komm. Den verbessern wir einmal.
den würde ich wirklich nur einmal. Das können wir ruhig verbessern. Das ist, das war hier. Das ist gar nicht mal so schlecht, weil wir kriegen das ja dann eigentlich umso schneller wieder rein. Guck mal, Mineralien plus 25%, ne? Ist zwar scheiße teuer jetzt, 10.000. Ich mach's trotzdem mal. Ja, nice. Nice. Und ja, wir sind gefährlich geworden. Ich hoffe, euch hat die Folge ein bisschen gefallen. Wir sehen uns definitiv, Dativ, Akkusativ in der nächsten Folge. Also bis dahin, haut rein und tschüss.